35 Jahre nach Tschernobyl. Und leider ist die Gefahr weiterer Atomunfälle in Deutschland oder Europa alles andere als gebannt. Die europäischen Reaktoren haben ein Durchschnittsalter von weit über 30 Jahren. Und die Gefahr eines Unfalls wächst von Jahr zu Jahr durch Materialermüdung, durch Versprödung. Viele dieser Reaktoren sollen jetzt auch noch länger laufen als ihre ursprüngliche Auslegungsdauer. Das dürfen wir nicht zulassen. Es ist zwingend erforderlich, dass grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfungen gemacht werden. Denn wenn ein Atomunfall in Europa passiert, gibt es keine Grenzen. Die Strahlung betrifft uns alle.